Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir von den Lawbusters beschäftigen uns mit Game of Thrones. Game of Thrones, wie sieht es aus mit den Drachen? Wer hat eigentlich das Recht an diesen Drachen? Wie sieht es eigentlich aus mit dem Erbrecht, wenn vielleicht doch einmal Bruder und Schwester miteinander? Nichtsdestotrotz, das Problem ist, ganz ehrlich, die aktuelle Staffel ist aus, oder? Furchtbar. Man verliert jedweden Lebenswillen. Aber viel schlimmer ist eigentlich, wo bekommt man die neuen Folgen her? Ja, wo? Aus dem Internet. Das ist der neue Fernseher. Vor allem, weil man keine Gießgebühren zahlen möchte. Aber was kann ich damit tun? Ich kann es mir ja downloaden. Ich kann es mir streamen. Oder, wenn ich zu den ganz Bösen gehöre, zu diesem Abschaum der Menschheit, dann kann ich raubkopieren. Wer von Ihnen hat schon mal etwas downgeloadet? Wer von Ihnen hat schon mal etwas gestreamt? Wer von Ihnen hat schon mal Drogen genommen? Ah, Sie brauchen nicht antworten. Danke, 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 danke. Ich gebe Ihnen nachher meine Karte. Wunderbar, ich bin auch Strafverteidiger. Nun, aber sind wir dann nicht alle böse Raubkopierer? Und wir wissen, Raubkopierer, wir kennen diese Werbung alles im Fernsehen, aus dem Kino. Wo das Kind die Mutter fragt, wann kommt denn der Papa raus, und dann nur noch viermal singen. Raubkopierer bekommen bis zu 4 Jahre. Ich behaupte, das ist Blödsinn. Denn was ist Raubkopie eigentlich? Und vor allem die wesentliche Frage, sind dann Videorekorde eigentlich ein Werkzeug des Bösen? Schlimmer wie Atomwaffen wahrscheinlich sogar. Was ist Raubkopie eigentlich? Schauen wir uns das Ganze mal an. Ein Raub ist ein Gewahrsamsbruch. Und zwar eine Art Diebstahl. Also ich nehme mir etwas, was mir nicht gehört, so weit, so gut. Das ist Diebstahl. Was ist dann Raub? Raub ist gesetzlich betrachtet Diebstahl unter Gewalteinwirkung. Das wird schon mal ziemlich schwierig, denn ich muss etwas vom Computer rauben. Das ist problematisch. Wie mache ich das? Bedrohe ich ihn, bis er sich fürchtet? Tue ich ihm weh? Gewalteinwirkung. Nun, schwierig. Die andere Frage ist, Raub, ein Gewahrsamsbruch. Ich nehme etwas und dann habe ich es. Was ist eine Kopie? Nun, eine Kopie ist nichts anderes, dass es mehr wird. Also Raub und Kopie passt schon mal nicht zusammen. Denn wie soll ich denn einen Gewahrsamsbruch an etwas machen, was doch gar nicht weniger wird, sondern einfach gleich bleibt? Das ist problematisch. Und in Wirklichkeit gibt es die Raubkopie so gar nicht. Das Ganze ist eine mediale Erfindung, die uns einreden möchte, dass wir eines nicht tun sollen, nämlich eine Privatkopie anfertigen. Die Privatkopie ist übrigens geregelt in § 42 Urheberrechtsgesetz. Mein Lieblingsparagraf. Warum? Ganz einfach, weil wir alle aus Per Anhalt durch die Galaxis wissen, dass 42 die Antwort auf alles ist. Das Leben, das Universum, der ganze Rest und natürlich auch im Urheberrecht, ganz klar. Und § 42 sagt uns, kein Problem, du darfst etwas aus dem Fernsehen aufnehmen, du darfst etwas für den Privatgebrauch herunterladen, du darfst es nur nicht weitergeben. Das Problem ist, auch mit diesen ganzen Peer-to-Peer-Sharing-Netzwerken ist das Problem der Weitergabe. Und hier sind wir dann auch bei dem Thema, was ich im Titel habe. Was haben Raubkopien, also Privatkopien eigentlich, mit Drogen gemeinsam? Ganz einfach, wie ich meinen Mandanten immer sage, der Eigenverbrauch ist nie so schlimm, wie wenn ich es weitergebe. Wenn ich es verkaufe, sitze ich länger. Gut, was hat das Ganze aber jetzt mit Streamen zu tun? Das Schöne ist, das Urheberrechtsgesetz ist Ende 2015 geändert worden, um einmal endlich Klarheit in die Downloads zu schaffen. Das ist wunderbar, nur heutzutage, wer macht denn noch Downloads? Das ist wahnsinnig oldschool, so 2000 in Wirklichkeit. Das bedeutet, heutzutage streamen wir. Jetzt muss man dazu sagen, dass Streamen, das Laden in den RAM-Speicher, rechtlich betrachtet nicht einmal als Download gilt. Das heißt, wir kommen mit der Privatkopie hier gar nicht weiter, oder besser gesagt, der Gesetzgeber kommt nicht weiter, und Streamen ist zurzeit so eine gewisse Grey Area. Also nicht nur, dass ich mir nicht die Festplatte zumülle, sondern ich habe auch kein Problem mit der Privatkopie.
Denn die Privatkopie, Paragraph 42, wir erinnern uns, die Antwort auf alles, ist nämlich verschärft worden, dass man jetzt keine Privatkopien mehr aus unzulässigen Quellen machen darf. Beim Streaming ist das relativ egal in Wirklichkeit. Aber Sie sehen, das Ganze ist eigentlich kein Problem. Und um das Ganze mal etwas zu zeigen, wie sinnlos das ist, wenn man sich die Raubkopie wirklich vor Augen hält, darf ich jetzt unter vollstem Lebenseinsatz natürlich eine Raubkopie live durchführen. Einen ganz kurzen Moment. Ich gehe dazu kurz von der Bühne. Vielleicht nochmal etwas Gangstermusik haben oder so. Also wie gesagt, unter Lebensgefahr, Sie wurden gewarnt. So, heraus mit den Daten, los, los. Ja, und ganz ruhig, und nicht weglaufen, nicht weglaufen. So, so, okay, okay, easy, easy, dann passiert keine was. Ja, nicht die Polizei anmelden, ja, nicht die Polizei anmelden. Ja, nicht twittern, ja, was ist? Also runter mit den Daten, los, 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 los. Runter mit den Daten, ja, ja, so ist gut. Nicht weglaufen, habe ich gesagt. Und weg vom Facebook. Weg vom Facebook. Ja, genau. Genau. So. Ja, ja. Und ruhig bleiben. Ganz ruhig. Dann passiert keine was. Dann passiert keine was. So. So. Ja, noch mehr Glück gehabt. Meine Damen und Herren, Sie sehen, der Begriff Raubkopie ist Mist. Dankeschön.